Ja, huhu, hier wieder beim Koani und zu einer neuen Runde Baldur's Gate 3. Wir spielen hier immer noch im Tempel und wollen hier durch das Tagesanbruchtor und das Blut von Lavanda bergen. Dafür nehmen wir uns jetzt hier unseren Sneak-Experten hier, glaube ich. Schärfen. Knipsen. Also ein bisschen mehr Schaden machen. Schärfen. Easy. So, Gruppe, komm mit. So, wer hatte das Ding jetzt hier bei sich? Natürlich der Anführer. Entschuldigung. Flup. Ich habe einen Streitkolben. Mal gucken. Der macht ein bisschen weniger Schaden. Aber ein bisschen we mehr Grundschaden. Sonnenstrahl. Einmal pro lange Rast erhältst du mehr Trefferpunkte zurück, wenn deine Trefferpunkte auf 0 verringert wurden. Verbündete innerhalb von 9 Meter erhalten auch Trefferpunkte zurück. Okay. Dann könnte ich noch ein Schild tragen, hm? Und ich habe einen Heiligenschein anscheinend. Was macht denn der Sonnenstrahl? Sechs D8 gleißend. Okay. Laufen da jetzt mal eine Weile mit rum, gucken mal. Quite a heavily guarded treasure. Good job we got past those protections.
The better the protection, the better the prize. The monks must have treasured this. Let's be sure to make good use of our prize, then. Denn die hatten wir schon ausgeräumt. Die hatten wir noch gar nicht ausgeräumt. Da ist noch ein Ring. Nehmen wir mit. So. Und raus hier. Zeug. Noch mehr Zeug. Always room for more. Ja. So, jetzt hatten wir noch eine Sache, wo wir noch nicht waren, nämlich hier. Dann gehen wir da noch mal hin. Er stopft dem Pfeile und Gold in so ein Ding rein. Ich weiß es nicht. So, guten Tag. Wir wollten hier mal reingucken. Guten Tag, hallo. Shadow hat es zuerst dran. Nein! Guten Tag. So, also, was machen wir jetzt hier? Oh, ich kann Feuerball, kann ich ja. Können wir mal machen. Aber bringt jetzt nichts, ne? Da ist irgendwie nur einer. Ich mache mal eher so einen sengenden Strahl. Und wird eh gebannt. Na schön. Fehlschlag. Ja. Komme ich hier durch, ohne dass mich jemand sieht? Aber ich komme dann nicht da dran, ne? I see the problem. Maybe.
Sehen die mich ja nicht. Mal gucken. Ah doch, sie sehen mich. Okay. A trap. Nee, das wird nicht funktionieren. Aber da ihr jetzt hier ein bisschen beisammen steht, kann ich mal vielleicht einen Blitzpfeil hier drauf schießen. Aber ich glaube nicht. Doch, ich krieg beide. Ja, der Rettungswurf ist gelungen. Na, gucken wir mal, was das Blut von Lathander kann hier. Hui! Und drauf hier hauen. Pariert. Na schön. Crit. Sehr schön. Nö. So nicht mein Freund. Kältestrahl. So. Welcome you, the Eulenbär. Kommt the Eulenbär? Nee, kommt nicht dran. Spurten? Wie weit kommst du? Lass mal hier hin. So, dann haben wir hier Shadowheart. Shadowheart. Konzentrieren wir uns mal auf den da. Und heilen Astari. Ah, ist schon wieder gebannt. Das ist nervig. Sehr nervig, sehr nervig. Ja, ja. So, Astarion. Zählt er da oben als im Nahkampf? Muss ein Vorteil gegen das Ziel sein. Anscheinend nicht. So, minus 1 würde ich sagen. Hüpf. So, wir haben jetzt hier. Sollen wir ragen? Ich glaube, wir brauchen mal Rage gar nicht, ne? Pariert. Ah, vielleicht brauchen wir einen Rage doch. Nummer 12. Gucken wir mal, ob es klappt. Ne. Hüpf. Rar. Rar. Leg dich nicht mit dem Eulenbär an. Säure kann dir nichts anhaben. Das ist doch mal gut. Pariert. Aber dann kannst du gleich nicht das andere parieren. Diesmal ist keiner zum Bannen. So. Ein Schlüssel. So, wir haben hier gerade Boots eingesammelt. Die würde ich mal eben anziehen, weil hier nämlich alles voll Säure ist. Ja, ja, ja.
Erstmal hier, zack, guck mal. So. Dann. Gehen wir hier durch. Ah, okay. We have a lot to think about. Let's do it far away from this place. Ich hab mal wieder irgendwie was geklickt, was ich gar nicht wollte, ne? Okay. Überall diese Rücksetzungsfallen, spaßig. Yankee-Ei. Large green egg with an uneven shell. You can see a vague outline of something within it. So, ist hier sonst noch irgendwo was? Außer das Gas, was mich hier die ganze Zeit beharkt. So. Mitkommen, Leute. Ich bin überladen. Ist das Ei so schwer? Meine Fresse. So. Na, ich will mal gucken, ob wir nochmal zwischendurch ein paar Zutaten extrahieren können. Mal hier können wir einen Heiltrank herstellen. Trank des Fliegens. Granaten? Nee. Riesenstärke. So. So, legen wir uns jetzt noch hier mit dem Typi hier an. Also mit denen auf jeden Fall, wenn wir raus wollen. Frage ist, legen wir uns auch noch hier mit dem Typi hier an. Mit dem, ich bin so geil und schlage meine Leute. Ich glaube schon, ich habe da Lust drauf. Immer los. Auf. Und zack. Leave no trace. Sneaky. Over here. I'm unsichtbar. Ein bisschen hier so hintersneaken. So.
Mentale Anweisung. Irgendwas? Nö. Autsch. So, Carla, hol den Eulenbär mal wieder raus. Wollen wir den Bär? Den nicht? Den da. Eulenbär. So. In Position. Komm ich da hin? Nein, komm ich nicht. Bersten. Damit komme ich auch nicht dahin. Dann sprinten wir mal. Hier so rein. So. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Und... Oh, nur zwei Leute. Nicht so gut. Dann machen wir mal das da. Und sprinten. Mal nach hier. Rage. On my way. Und hier komme ich auch nirgendwo dran, aber ich kann ja schon mal schießen. So. Nochmal schießen, dann haben wir schon mal einen weniger. So. Und schaffe ich, schaffe ich? Nein, natürlich nicht. Eigentlich klappt das fast nie. Manchmal aber schon. Hey, lass den Eulenbären Frieden. So. 84%. Aber Sneak Attack mit einem Pfeil geht anscheinend nicht, ne? Raus mit dir. Fehlschlag. Na, das ist der Obermacher hier. So, eulenbärige Heilung. Eulenbärige Tötung. Oder auch nicht. Aber jetzt. So. Bringen immer noch nicht genug Leute rein, ja. So. 4, wenn wir noch ein bisschen nach da gehen, kriegen wir den vielleicht auch noch rein. Ja. Gibt ihn. So, die müssen jetzt eigentlich auch. Keiner hat dieses komische Lichtkugelding gekriegt. Wie nervig. So. Hey, Stufenaufstieg. Fernkampf nicht.
Nee, komm. Mach mal. Da ist er wieder dran. Kritischer Fehlschlag. Hm. Warum hat der keine von diesen Kügelchen gekriegt? Rettungswurf gelungen, wahrscheinlich deswegen, ne? Naja, hat trotzdem irgendwie Schaden gekriegt. I don't get it. Mal gucken kurz. Zieler leiden dennoch halben Schaden. Weil wahrscheinlich kriegen die das nur, wenn sie vollen Schaden kriegen. Hm. So. Mal hier diesen komischen Zauberer mal platt machen hier. Nein. Ah. Ich hab den Vorhang gehauen. Böser Vorhang. Böser Vorhang. So. Keine Blitzladung mehr. %40. Aber manchmal hat Astarion ja so seine 5 Minuten, ne? So. Ich bin schon wieder überladen. So. Flickensack, was haben wir denn hier noch alles drin? Okay. Das ist ein ganzen coolen Sachen hier. So, guck mal, das nach da drüben. Das nach da drüben. Das behalten wir noch hier. Hier die Gesianki-Rüstung. Eulenbär kann noch ein bisschen was tragen. Armbrust wiegt bestimmt auch einiges. 2, so. 12 wiegt das Ding. Und das 1,8, okay. So ein Schwert wiegt auch kaum was. Aber ich müsste jetzt eigentlich auch hinhauen. Armbrust 8,1. Ja. So. Haben wir eigentlich alle gelootet, so, und jetzt gehen wir mal auf den Stufenaufstieg. Was bringt uns Barbar Stufe 7? Er bringt uns ein Klassenmerkmal, nämlich wilder Instinkt. Deine Instinkte aufs Äußerste geschärft, erhältst du einen Bonus plus 3 auf Initiative und kannst nicht mehr überrascht werden.
Ja. Okay. Garnach Druide Stufe 7. Kriegt einen Stufe 4 Zauberplatz und darf jetzt ein paar Zauber vorbereiten. Auf Stufe 4. Was haben wir denn hier? Steinhaut. Und wir können hier Elementare beschwören. Waldkreatur beschwören. Schwachen Elementar beschwören. Feuerwand. Verwandlung ist auch cool. Ich habe nur einen Stufe 4 Zauberplatz. Ja. Verwirrung. Nehmen wir mal. Kleriker Stufe 7. Wir kriegen einen Stufe 4 Zauberplatz. Und wir kriegen Hüter des Glaubens. Beschwört einen göttlichen Wächter, der in der Nähe angreift. Wenn der Wächter Schaden bewirkt, verliert er den gleichen Betrag an Trefferpunkten. Okay. Bewegungsfreiheit, Totenschutz und Verbannung. Okay. Sprechen mit Untoten. Mit Toten. Gebet der Heilung braucht man eigentlich fast nie. Den da reintun. Deine Verbündeten gewinnen bei Heilung die maximal mögliche Anzahl an Trefferpunkten zurück und sind bei Weisheits- und Todesrettungswürfen im Vorteil. Wiederbeleben ist natürlich auch ziemlich geil. Brauchen wir das aber so oft? Nee, eigentlich nicht. Schild des Glaubens haben wir eigentlich auch fast nie. Die Stufe 4 Sachen sind halt Resistenzen. Ich könnte Tote beleben. Ein bisschen Necromancer Style. Irgendwie passt das aber nicht so zum Charakter. I don't know. Aber Verbannung finde ich schon mal ziemlich cool. Ja. Und last but not least, unser Waldläufer Stufe 2. Kriegt Zauber. Wir kriegen einen fesselnden Schlag, der ist ganz cool. Mit Tieren sprechen. Dornhagel. Zeichen des Jägers. Mit extra Schaden. Ja, warum nicht? So, und wir kriegen hier Bogenschießen. Fernkampfangriffe plus 2. Das ist doch mal etwas, was er dringend braucht. Trifft nämlich relativ oft nicht. Und da kriegt ihr auch minus 5 durch dieses Dingens hier. Wie heißt es? Scharfschütze. Ja. So, haben wir die auch geplättet. So, dann können wir vielleicht in die lange Rast gehen.
private word would be nice. I think we've overstayed our welcome in this place, if we ever truly had one to begin with. We should leave. Ja. Was ich aber auf jeden Fall machen will, ich will den Hammer wieder zurück. Wo ist denn der Hammer? Haben wir doch hier irgendwo, oder haben wir den jetzt irgendwie rübergezogen? Wer hat denn jetzt den Hammer? Da ist der Hammer. Hätte ich doch. Irgendwie, weiß ich nicht. Underwhelming. Könnte man irgendwie. Irgendwie passt es zu Shadowheart, aber es ist irgendwie eine Stärkewaffe, ne? Und Shadowheart ist irgendwie nicht gerade nicht auf Stärke geskillt. Von daher. Meh. So, was hat Halsin zu sagen? You wish to speak? Nix, natürlich. Mal einmal kurz Eulenbeer-Junges streicheln gehen. You smell very delicious, but I will not bite you. Das ist aber nett. Ooh, more. Nice here. The caves smell like rotting meat. Goblin coat smells like goblins. Die haben alle nichts Neues zu sagen hier. Was Let's dash for the exit, lest we suffer the full extent of Vlakith's fury. Die wollen alle gehen, All ne? I wanted was to get a worm out of my head. I didn't sign up for dimensional travel and murderous gif. Let's see. Ja, ja. Dann einmal kurz den Tag beenden. Irgendjemand Redepotenzial hier. Keiner will mit mir quatschen. Gail vielleicht, hast du zu sagen? Die haben lange nicht geredet, glaube ich. I think we taught that Inquisitor a very valuable lesson. Won't be ambushing anyone else in a hurry. Or doing anything else, for that matter. Ja, ja, ja. So, was haben wir denn hier wieder? Ich glaube, wir machen hier mal so ein Vorratspaket. Die wiegen nämlich auch eine Menge. Lange Rast. So, alle wieder ausgeruht. Karlach ist überladen. Müssen wir gerade mal was dran tun. Oh ja, weil sie nicht in Eulenbeergestalt ist, ne? Müssen wir mal ein bisschen verschieben hier. So. Hier, du kannst noch ein bisschen was tragen. Du musst auch dringend zu einem Händler. Dringend zu einem Händler. Da rein. Wer sonst noch irgendwo was gelootet? Das da gehört auch. Hier rein, rein in den Reisesack. So. Armbrust. Den tun wir ins Lager. Vielleicht nehmen wir ihn ja doch irgendwie wann mal. So, und dann braucht man einen Händler. Irgendwann.
Ah, jetzt ist Shadowheart überladen. Ätzend. So, besser Shadowheart? Jo. So, dann... Lady of Sorrows, guide us. Did you want something? If you're sure. Fine. This vessel is at that. Auch einen Stufenaufstieg bekommen. Not as bad as it could have. Mehr Lebenspunkte für dich. So. Lange Schritte. So. What to do? I should speak up. This vessel is at thy. Thou art the master. One day I'll catch a break. Shah's blessings upon you. Komm. Alright. So, und wir werden dann halt auf die Suche nach dem Händler gehen in der nächsten Folge. Wir sind alle ziemlich vollgeladen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.